Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu meinem nächsten White Rift Video auf meinem Zweitkanal. Auch dieses ist tatsächlich wieder ein Placement, denn es geht mal wieder um den sinnvollen Gaming-Tarif von Vodafone. Mittlerweile habt ihr es wahrscheinlich mitbekommen, das ist ein Tarif für junge Leute, also unter 28. Gibt allerdings auch einen für über 28, einfach in die Beschreibung gucken, wo ihr nicht nur 20 GB Datenvolumen bekommt, sondern auch den Gaming-Pass. Da ist zwar, das möchte ich aus Transparenzgründen sagen, kein White Rift dabei, aber viele andere Games. Und gleichzeitig ist es übrigens auch so, dass wenn ihr diesen Vertrag abschließt, ihr tatsächlich verschiedene Prämien bekommt, unter anderem Ride Points und auch einen Gutschein für den Freaks for You Merch Shop, wo es zum Beispiel von Summer das ein bisschen Merch gibt, wie das gute alte Brain CC T-Shirt, was ihr vielleicht in den ein oder anderen Videos schon gesehen habt. Wir spielen hier natürlich wieder Fizz und sind da ordentlich unterwegs, versuchen früh zu roamen, aber mal schauen. Ich habe den Champion tatsächlich noch nicht so oft gespielt, das heißt, es könnte ein bisschen spannend werden. Wenn ihr weitere Informationen zu den Tarif von Vodafone haben wollt, dann schaut einfach in die Beschreibung rein, da findet ihr alle Informationen dazu. Ja, ich muss wirklich sagen, dass Fizz natürlich einer der Champion ist, wo ich am meisten gezweifelt habe. Wie zur Hölle soll der denn bitte am PC spielbar sein? Am Handy, aber bei mir auch, wie soll der überhaupt am PC spielbar sein? Aber tatsächlich muss ich sagen, dass diese ganzen sehr komplexen und mechanically extremst anstrengenden Champions meistens tatsächlich ziemlich gut geglückt sind und man auch mit wenigen Tricks das recht schnell verändert hat. Das heißt, aus meiner Sicht zum Beispiel hat hier der Fizz E, wenn man drauf achtet, ein bisschen mehr Range und das macht tatsächlich dann doch ein bisschen Unterschied. Also achtet einfach jetzt mal darauf, wenn ich jumpe. Ich bin mir nicht 100% sicher, ne? Wir werden einmal relativ früh leider die Honeyfruit nehmen müssen. Ich weiß nicht ganz, ob ich den Cannon traden kann aktuell, ne? Wäre jetzt auch normalerweise nicht ein klassisches Matchup. Vielleicht geht er ja nochmal rein. Geht er sogar? Der hat hier dabei. Das ist ja fies. Ist die Frage, ob der jetzt die Honeyfruit nimmt oder zu viel Schiss hat und deswegen vielleicht Base. Er hat nicht zu viel Schiss mehr. Ripmi. Mit Level 5 kriegen wir natürlich unsere Ult und könnten ihn vielleicht instant killen. Oh, das war wunderschön, ne? Ja, sieht man schön. Also die kompletten Mechanics sind tatsächlich mehr oder minder so überbrückbar. Ich bin ja eine absolute Fist-Legende. Kappa. Also am PC kann ich den Champ auch nicht. Ich habe tatsächlich früher mal eine Zeit lang Fizz relativ viel gespielt. Das war allerdings echt, also das ist 7 Jahre her oder so. Aber da war es einer meiner absoluten Lieblings-Champions. Ich finde den Champion auch immer noch relativ cool. Es ist eigentlich ganz nice, wenn es solche Champions jetzt quasi die Möglichkeit gibt, hier auf dem Handy zu zocken, wo ich sie auch zocken kann, ohne mir die Hände zu brechen. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen stayen sollen. Ich muss sagen, das wird mir echt noch schwer so einzuschätzen, ob ich jetzt stayen sollte oder nicht. Kann man halt über Nexus sprengen, das ist in League of Legends nicht möglich. Ja, das fällt mir echt immer noch so ein bisschen schwer, das komplett einzuschätzen, ob das jetzt funktioniert oder nicht. Zack, schauen wir mal. Ja, der eine oder andere, der es vielleicht mitbekommen hat, wird auch mitbekommen haben, dass ich ja selber schon seit Jahren bei Vodafone bin. Und einfach auch nur mal, um zu zeigen, wie gut tatsächlich die Verbindung ist, zocke ich das hier gerade auch über mein normales Datenvolumen. Ne? Oh mein Gott, das ist ja genauso witzlos wie sonst gegen Fizz zu spielen. Das heißt, hier oben seht ihr, das ist nicht, das seht ihr nicht, ne? Witzig. Oben rechts in der Ecke seht ihr, dass da nicht WLAN angezeigt ist, sondern tatsächlich mein normales Datenvolumen. Und darüber funktioniert das auch, ne? Das ist gar kein Problem. Wie gesagt, ich habe auch schon im Taxi und sonst wo unterwegs gezockt. Das ist alles halb so wild, selbst in Hashtag Neuland Land. Funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Muss aber auch sagen, dass in meiner Wohnung das tatsächlich oftmals so ist, dass ich von meinem WLAN umschalte. Weil manchmal tatsächlich dadurch, dass hier im Haus dann doch relativ viele Parteien wohnen und das mit den Frequenzen ein bisschen tricky ist. Ich glaube, der scheint recht wild geworden, der Junge. Ja, vielleicht sollen wir einfach basen, ne? Ich kann das aber so schwer einschätzen, wie viel man wirklich verliert. Dadurch, dass man so unglaublich lange tot ist. Eigentlich, ich kann den noch einmal killen. Ja, komm, scheiß drauf. Wir wollen jetzt hier nicht sterben, das wäre ja unangenehm, ne? Wir gehen einfach Base. Wir gehen Base, wir haben Lichbane ab, wir sind strong. Und können damit natürlich auch einiges reißen. So, jetzt müssen wir natürlich schauen. Ich würde ja auf jeden Fall für Spellbamp gehen. Ja, auch hier wieder, ne? Das ist nicht sinnvoll, was ich hier gemacht habe. Jetzt fehlt mir genau. Es haben mir quasi 20 Gold gefehlt.
um meine Boots sofort mit Protobait zu haben, was natürlich tausendmal stärker ist. Oh mein Gott. Hä? Ich habe trotzdem 85 Gold bekommen, ne? Also ich weiß, dass man auch Gold bekommt, wenn man misst, aber 85? Vielleicht habe ich den echt noch bekommen. Ich würde jetzt gerne mal gucken, ob ich den diven kann. Ah, da gehen wir besser mal simpel über Wände. Aber ich würde mich eigentlich gerne revanchieren beim Master Yi. Scheiße. Ich habe nicht mal einen Assist bekommen, glaube ich. Nicht, dass ich ihn verdient hätte. Ja, da habe ich ein bisschen mistimed. Also gerade so Tempo einzuschätzen. Oh, wenn ich da noch die Honeyfruit bekommen hätte, wäre ich trotzdem gestorben, wenn ich drüber nachdenke. Aber es hätte ein bisschen besser ausgesehen, ne? Rotobet haben wir. Alter, mein Team ist ja schon wieder komplett am Rasieren hier, ne? Also in den ersten Ranks hatte ich echt relativ schwache Teams. Und jetzt in letzter Zeit werden die echt immer stärker. So, nochmal Execute Damage ist wahrscheinlich cool. Ich hoffe, dass das auch mit Lich Bane interagiert. Das wäre natürlich optimal. Generell danke übrigens für das gute Feedback zur Kameraposition. Das ist jetzt echt ein weirdes Konstrukt, was ich hier habe, aber ich kann quasi da unten reinzeigen. Ist super unangenehm, also weird, weil ich quasi da drüber ist direkt die Cam, aber also direkt das, wo ich kontrollieren kann, was ich sehe. Was natürlich oftmals auch hilfreich ist. Oh shit, ey. Boah. Also warum immer ich forte, das war's nicht. Ich habe absolut keine Ahnung, wo die Gegner sind. Das ist so absurd. Ich spring da einfach rein und denke mir einfach nur, yo, hoffentlich ging das gut. Oh. Ich den jetzt einfach. Was soll der Geiz? So, waren das jetzt alle? Ich hoffe schon. Mein Gott, ich habe wieder mit der Kamera überhaupt nicht gearbeitet, ne? So, da vorne ist die Honeyfruit. Wenn wir die nehmen, können wir auf jeden Fall noch die Midway farmen. Eieiei, also ich muss sagen, die Ult habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal echt heftig daneben gepfeffert. Dann ist es noch ein bisschen schwierig für mich. Aber wenn ich die Long Range treffe, dann kann ich halt jeden Gegner one-shotten, ne? Was ist das da? Oh. Ja, wäre auch zu einfach, wenn man sie treffen würde, ne? Oh mein Gott, der wurde mir gesteelt. Was ist das hier eigentlich? Oh. Das ist der Herald. Das habe ich noch nie gesehen gehabt. Ach du Scheiße, da hat er einfach einen Herald geplaced, ohne Mana zu haben und ohne Ult abzuhaben. Na gut, komm. Da müssen wir natürlich jetzt auch mitspielen. Aua. Mitspielen. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass der mehr Damage macht. Ich dachte, ich könnte da sofort finishen. Eieiei, Leute. Das, ihr merkt schon, das ist relativ tricky, ne? Okay, was ist das? Okay. Das ist das, was man kennt. Was machst du? Magical Vamp. Klingt doch gut, ne? Sollen wir wahrscheinlich für gehen. Ah. Weiß nicht ganz, wie sieht's denn aus? Aber wir können auch MVP werden, ne? Aktuell haben wir das meiste Gold gehabt. Wahrscheinlich auch wegen diesem Herald-Stil. Aber der Herald war echt super katastrophal eingesetzt. Vor allem hätte ich ja drauf kommen können, was soll denn da sein? Also da ist ja sonst mein Trinket. Und dann sehe ich das und denke mir, was ist denn das? Ich drück mal drauf. Ich bin echt flott unterwegs. Ah, das ist natürlich schwer. MVP wäre wichtig hier für mein Ego. Oh mein Gott. Vielleicht sollten wir aufhören, uns zu schmeißen und die einfach tappen. Oh. Das war ein easy Flash, den wir da bekommen haben.
Da waren alle Gegner auf einmal, ne? Heieiei, bisschen chaotisch das Ganze. Also ich glaube, mehr Spellwimp ist vielleicht doch nicht die Lösung. Stattdessen brauchen wir wahrscheinlich einfach mehr AP. Oder ein Sonius. Ah, wir hätten ein Sonius bauen sollen, ne? Ah. Ich glaube, wir müssen unsere Idee auf jeden Fall überdenken, für MVP zu gehen, sondern einfach versuchen, das Game zu gewinnen. Weil die Gegner haben Trinder mehr und ein Master Yi. Das sind zwei Champions, die in White Rift, sage ich mal, gelinde gesagt, da doch sehr potent sind. Ich bin mit dem E langsamer, als wenn ich laufe, ne? Zumindest, wenn ich den Speed habe. Das war ein weirder Laser. Okay, die Gegner haben massiv overstayed. Ich würde hier gerne jetzt einfach die Botwave nehmen. Aber vielleicht pushen wir erst. Tricky. Die letzte Runde habe ich übrigens übers WLAN gezockt. Einfach, wenn ihr den Vergleich haben wollt. Ich muss sagen, Ken sieht aber auch ziemlich gut aus, ne? Also der Damage, den der macht, der ist knackiger. Ich meine, ich habe Blitzspäne, so Jungle Camps sollten eigentlich recht easy sein. Ich habe auch ein bisschen Spellwim über die Boots. Weil die geben tatsächlich Spellwim. Okay. Ich hole die Botwave. Der Ken hat mir den wieder geklaut, der Lümmel, ne? Okay, aber also hier zum Beispiel so zwei Honeyfruits mitnehmen zu können, ist schon huge, ne? Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Q oder W jetzt zweites maxen will. Ah, ich kann aber Double Spam, dann bin ich schneller. Das war aber auch schon wieder eine ganz schwache Ult. Von mir. Also die Ult zu schießen finde ich echt schwierig. Aber ich meine, das ist natürlich auch im normalen League jetzt nicht das einfachste der Welt. Ups. Na egal, ich habe das Spähen. Reicht trotzdem für ein Lastet. So, wir haben den Drake bekommen. Ah, das Game sieht schon eigentlich recht free aus. Was ist dein Plan? Boah, weiß nicht, ob ich dir da helfen kann, Brudi. Ah, vielleicht kriegen wir aber die Ash da noch gecatcht. In 3 Sekunden haben wir wieder Arrow. Das war's nicht. Oh, ich hatte eh doch wieder ab. Oh, man. So slow. Ist Morellos needed? Wahrscheinlich auch nicht. Als für den Sozial ist es ein bisschen spät. Ich glaube, wir gehen einfach straight up Rabadons. So, ist ja wahrscheinlich hier auch trotzdem so in den Center Power Spike. Ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen dieser C-Tap, den man aus League am PC kennt, wo man quasi einfach C drückt und du siehst alle deine Stats. Also wenn das jemand weiß, wo, please tell me. So, Seraphim sieht auch hier sehr potent aus. Hat auch dieses Ulti. Oh, Loons. Ja, Loons ist natürlich auch eine Überlegung, aber ist jetzt auf den Fist, glaube ich, nicht so gut. Boah, ich weiß nicht, der drin da mehr. Der ist halt so ein Wonnepock, ne? What? Kennt ihr das, wenn ihr Leute aus Versehen one-shottet? Ich schon. Ja, wir haben jetzt nicht die größte Mini-Wave der Welt hier mitgebracht. So, ich kann also mit dem Q reingehen und dann einfach mit dem E instant wieder rauszugehen, wenn du Teamüberzahl hast und die Leute dich deswegen nicht chasen können. Funktioniert auf jeden Fall genauso gut. Ich hab noch Ignited. Oh, der Thundermeer hat das sogar überlebt. Eieieiei.
So, also den Voidstuff gibt's schon, ne? Das heißt, wir gehen mal dafür noch. Ah, das war's nicht. Also der Turm macht da dann die, also so zwei Türmchen gleichzeitig. Das sind halt 800 Damage, die ich da bekomme. Das ist schon eine Menge. Also da muss man wahrscheinlich ein bisschen aufpassen. 16 Minuten Runde, das ist eigentlich auch... Also am Ende hatte ich in den Normals meistens eher so 20 Minuten, weil beide Seiten recht gut wussten, was sie tun. Rampage, oder? Ich glaube, hier chattet wer, oder? So ein bisschen nach einem Chatgeräusch. Ja, die overstayen doch wieder. How? Wie kann ich den nicht killen? Ich dachte, ich könnte... Also, was ich gemacht habe, ist quasi Ult, E, Auto-Attack, W. Und ich hätte wahrscheinlich einfach Q machen sollen. Ich glaube, dieses Auto-Attack, Canceln und so... Erstens weiß ich nicht genau, ob es im Spiel drin ist. Und zweitens ist es, glaube ich, zu advanced. Wir brauchen es auch gar nicht unbedingt. Ja, okay. Okay. Ich glaube, wir haben den MVP gefunden, ne? Also Shyvana ist auf jeden Fall auf einem anderen Level hier unterwegs. Ist das AD Shyvana? Das ist AD Shyvana. Ist der AD Shyvana so gut bumsert? Crazy. Ich glaube, ich muss Botlane rennen. Weil das ist eigentlich kein Problem. Ich muss den wahrscheinlich sogar echt nur aufhalten, ne? Oder was? Ah, stimmt, bitte war ja schon der Nipdown. Oder der Tower, ich weiß gar nicht genau, was das ist. Ja, meine Damen und Herren, das war eine weitere Runde White Rift. Gebt mir gerne weitere Champion-Vorschläge in die Kommentare und checkt natürlich gerne auch den sinnvollen Gaming-Tarif aus, wenn ihr wollt. Das Ganze in Zusammenarbeit von Summoned und Vodafone. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So in 2-3 Tagen gibt es das nächste White Rift-Video. Ich hoffe, ihr habt darauf wieder Bock. Und ansonsten bleibt gesund und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Johnny.